Audio Now. Kamera läuft. Also gut, ihr Lieben. Dann Action. Mondtalk Nummer 10. Ein ganz spezieller Mondtalk, weil bis jetzt war praktisch, haben wir uns warm gelaufen. Und jetzt kommt das Eigentliche, nämlich wir wollen durch die Tierkreiszeichen marschieren. Also, wie immer unser Thema, das uralte und zeitlos gültige Wissen um den Einfluss der Mond- und Naturrhythmen auf unseren Alltag, begleitet von Inspirationen für ein lebenswertes Leben. Von und mit Johanna Paunger-Poppe und Thomas Poppe. Überraschung. Irgendwann müssen wir jemanden einladen, dass es ein bisschen pfiffig wird. Okay, unser Thema heute, nachdem wir ja jetzt die Mondphasen mit euch besprochen haben, zu- und abnehmender Mond, Voll- und Neumond, ist die nächste wichtige Einflusssphäre des Mondwissens der Mondstand im Tierkreis. Und das ist eine sehr umfangreiche Geschichte, aber wir nehmen uns Zeit, schauen, dass wir es einigermaßen erschöpfend besprechen und fangen an mit dem Tierkreiszeichen. Widder wahrscheinlich. Widder wahrscheinlich, ja. Genau. Okay. Mit Widder beginnt der Tierkreis und wir haben uns gedacht, wir fangen an mit dem Thema Einfluss eines Tierkreiszeichens auf den Körper und auf die Gesundheit. Mhm. Und Widder, jedes Tierkreiszeichen regiert eine bestimmte Körperzone. Und das geht ganz in aller Ruhe von Widder bis Fische und von Kopf bis Fuß. Und Widder fangen wir an und Widder regiert den Kopf. Vielleicht, dass ich noch ganz kurz sage, was überhaupt das Wort regiert bedeutet. Ja, oder vielleicht doch das wirklich auch für Anfänger sein soll, dass man sagt, es gibt 12 Tierkreiszeichen. Oh, beginnt ich vergaß, mit Widder. Nicht 13. 12 Apostel. Also, dass man einfach mal pauschal, dass man ein bisschen weiß, was auf einen zukommt. Das sind 12 Tierkreiszeichen. Wie viel wir jetzt bei einem Podcast schaffen, wissen wir selber nicht. Wissen wir selber nicht, Wenn wir dann sehen, ob es 2 sind oder 3. Auf jeden Fall sind es insgesamt 12. Und vielleicht einmal kurz durchgehen. Es ist von Widder, dann zu Stier, Zwilling, Krebs, Löwe, Jungfrau, Waage, Skorpion, Schütze, Steinbock, Wassermann und Fisch. Dann beginnt es wieder bei Widder. Das heißt, wir versuchen jetzt einmal pro Tierkreiszeichen zu erklären, was das überhaupt bedeutet, was es soll, was man vermeiden soll, was man unterstützen soll und so weiter. Und dass man, und jedes Tierkreiszeichen ist nicht nur einer bestimmten Körperregion zugeordnet, sondern auch einem Pflanzenteil in der Pflanzenwelt. Und da müssen wir schauen, dass wir jetzt nicht so viel durcheinander einbringen, aber trotzdem für Beginn, dass man weiß, was auf einen zukommt. Das heißt, schaffen wir 3, werden es 4 Podcast und schaffen wir 4, werden es 3 und so weiter. Ich bin fast sicher, dass wir nur 1 schaffen, weil wenn wir das wirklich richtig in Ruhe besprechen, wir werden sehen. Ja, werden wir sehen. Ah, das ist wichtig, zwischendurch zu sagen, wir haben kein Drehbuch. Naja, wir arbeiten hier ganz spontan vor uns hin und erzählen das, was wir wissen. Hm? Ja, was wir nicht wissen. Genau. Geht auch schlecht. Okay, dann für Widder, du wolltest nur was Grundsätzliches sagen, naja, oder was? Widder, das ist nur ein Sprachgebrauch, eine Art Redewendung, dass man sagt, Widder regiert den Kopf. Mhm, oder herrscht Widder, genau, sagt man auch. Und das hat sich einfach so eingebürgert im Laufe der Zeit. In Wirklichkeit ist es so, dass wenn der Mond in Widder steht, was er 2-3 Tage lang tut, dann herrscht gleichzeitig eine bestimmte Energie auf der Erde, die den Kopf berührt. Und diese Gleichzeitigkeit, die hat man im Laufe der Zeit einfach, damit es sich einfacher beschreiben lässt, mit dem Wort regieren umschrieben. Mhm. Jedenfalls ist es nicht so, dass das Tierkreiszeichen Widder da oben am Himmel Strahlen aussendet, die uns hier unten treffen, direkt am Kopf. Ja. Das stimmt nicht. Nein, so ist es nicht. Und es ist auch nicht gleichzeitig gerade vom Sternbild Widder. Das heißt, man muss das astrologische und astronomische trennen. Sonst hat man nämlich einen Kalender, der mit diesem Wissen nicht übereinstimmt. Ja. Und das wäre auch vielleicht zu Beginn noch wichtig zu sagen. Von daher kommen auch die Kalenderunterschiede, wo wir immer wieder gefragt werden. Also wer nach diesem Wissen gehen will, was in unseren Büchern steht und in den Kalendern steht, braucht einen astrologischen Kalender, der so berechnet ist wie unserer. Ansonsten verschiebt sich
da einiges. Bei manchen ist es egal, bei manchen ist es auch zum Teil sehr gravierend, was dann schade ist. vrz@aon.at ist unsere E-Mail-Adresse. Und wenn unter euch Leutchen sind, die mit diesen Kalenderunterschieden schon zu tun hatten, die sollen uns schreiben. Weil ich habe da eine ziemlich ausführliche Antwort. Das ist aber jetzt im Moment wirklich zu lang. Okay, dann wieder regiert den Kopf. Und was heißt jetzt das? Ja. Soll ich mal die Grundregel formulieren? Nee, das ergibt sich dann schon. Genau. Grundregel, oder? Ich meine, die Grundregel ist im Prinzip einfach, was man an Witter, was die Kopfregion herrscht. Was man Gutes tut, ist besonders gut. Mhm. Was man Schlechtes macht, ist besonders schlecht. Also was belastet. Und da gehören auch die Operationen dazu. Die Operationen sind ja grundsätzlich etwas Gutes. Die sollen im Körper auch etwas, eine Verbesserung schaffen. Und die sollte allgemein, egal welches Tierkreiszeichen herrscht, wenn es möglich ist, immer in den abnehmenden Mond verlegt werden, damit es weniger Komplikationen gibt, weniger Blutungen und so weiter. Zu Beginn vielleicht nochmal. Es ist so, dass dieses Wissen ihr alle schon habt. Es ist also keiner dabei, der sagt, das ist was Neues. Die Erfahrung habt ihr alle gleich. Die Erfahrung, was ihr vielleicht nicht habt, ist, warum das so ist, in welchem Zusammenhang. Das heißt, jeder hat sich schon mal geschnitten mit Messer oder kratzt mit irgendwas oder wer viel draußen arbeitet und es blutet einmal so gut wie gar nicht, einmal viel, einmal heilt die Wunde schnell, einmal bleibt eine Narbe zurück. Narbe zurück oder es braucht einfach auch ewig bis heilt. Da bleibt natürlich auch am meisten die Narbe zurück. Das heißt, die Erfahrung habt ihr alle schon. Und nach diesem Podcast im Zusammenhang jetzt mit dem Mondeinfluss könnt ihr das eine oder andere beeinflussen. Nicht natürlich, wann man sich verletzt. Das macht man nicht freiwillig, auch wenn der Mond gut steht. Aber nur damit ihr wisst, ihr könnt das eine oder andere beeinflussen, dass man Termine, sei es, bleiben wir mal beim Körpereinfluss, Operation oder Zahnarztbesuch, dass man das selber auch positiv beeinflussen kann. Wenn man es nicht gewusst hat bisher, ist einmal gut gegangen und einmal eben nicht so. Das heißt, bei Witter ist auch die nicht nur der Kopf, sondern es sind die Augen dabei, die Nase, auch ein bisschen der Mund, im Prinzip der ganze Kopf. Aber Zahnbereich ist dann wieder ein bisschen mehr schon Stier, zumindest das Unterkiefer. Das heißt, wenn ich jetzt ohne Kopfbedeckung im Sommer der Sonne ganz lang ausgesetzt bin, angenommen, es hat jemand auch noch weniger Haare, dann kann das so belastend sein, dass er wirklich am Abend einen Arzt braucht. Das heißt, einen Sonnenstich kriegt man da auch viel schneller. Wenn ich jetzt ohne Brille Auto fahre und es ist Witter, spüre ich das auch viel intensiver. Besonders die Allergiker im Frühjahr, wenn der Blütenstaub ist, spüren dieses auch an Witter viel intensiver, weil natürlich durch die Nase und durch Mund, durch Schleimhaut, diese Pollenallergie, die halt jemand dann hat, intensiver wirkt. Das heißt jetzt nicht, okay, es ist Witter, ich gehe nicht außer Haus, aber es heißt, okay, momentan tut man sich mit dem Mundschutz vielleicht diesbezüglich dann noch leichter, dass man die Pollen so gar nicht einatmet. Aber man kann ein bisschen Rücksicht nehmen. Das heißt, wenn ich empfindlich bin, nehme ich da einen Hut oder Kopfbedeckung oder diese Mützen mit Schirm von drauf, die du zum Beispiel gar nicht magst. Ach, du meine Güte. Ja, Baseball-Caps. Naja, das ist ein Vorteil, weil es halt ein paar... Ja, ich mag sie nicht. Aber das schützt wirklich vor Sonne. Und gerade Autofahrer ist das ideal, weil die Brille nicht immer so gut ist. Ja, also der Geschmäcker lässt sich nicht streichen. Ja, eben, deshalb gehen wir da Ruhe. Und so kann man sie nur das schon schützen. Dann Operationen. Eine Augenoperation ist etwas Ausnahmeunfall, was man ja immer gehen muss. Und da schaut man auch nicht auf den Kalender. Aber Augenoperation ist etwas, was ich planen kann. Und dann sind wir natürlich jetzt wieder bei einem Problem, wo man sagt, ja, die Ärzte können da nicht Rücksicht nehmen. Natürlich können das die Ärzte nicht. Aber wir selber können es. Genau. Ich kann es zumindest versuchen, so eine Operation. Oder Nasenschleimhäute oder Ohren, also alles, was Eingriffe sind. Wenn jetzt zum Beispiel jemand ohnehin sehr empfindlich ist im Kopfbereich, auch nervlich bedingt, dann ist er eben an Witter noch mehr empfindlich. Und da kann man
vorbeugen. Mhm. Ich kann also bei Kälte im Winter, oder Winter ist nicht so schlimm, da hat jeder Mütze, aber gefährlich ist Frühling. Wenn also die ersten Sonnenstrahlen da sind, dann neigen wir dazu, keine Mütze mehr aufsetzen. Oder im Herbst, wenn wir es noch unterschätzen, dass es jetzt schon kalt ist und die Ohren auch nicht abgehärtet. Da kann man vorbeugend viel machen, dass ich sage, okay, wenn Winter ist oder auch stierübergehend, habe ich eine Kopfbedeckung. Oder ja, dass ich einfach vorbeugen kann. Jetzt haben wir gesprochen über die Gefahren, die von Widder ausgehen und wie man vorbeugend tätig werden kann. Aber es gibt natürlich auch Dinge, die man von vornherein schon Positives tun kann. Zum Beispiel Augengymnastik oder dass man, um vorzubeugen vor Kopfschmerzen, dass man viel trinkt. Ja. Ja, weil mit ein paar Glasel Wasser sind 50% aller Kopfschmerzen weg. Die an Widder natürlich umso häufiger auftreten. Ja, Widder ist auch ein spezielles Tierkreiszeichen, weil es der Kopfbereich ist und vom Kopf einfach irgendwie doch alles ausgeht. Ja, ja. Das ist dann so ähnlich auch wie Fisch, ja, das letzte Tierkreiszeichen, wo alle Nervenbahnen und alle Meridiane, alles am Fuß endet. Mhm. Also die zwei sind schon speziell. Das heißt, wenn Fisch ist, kann man schon anfangen, wenn man nicht so viel Genussmittel essen. Und an Widder ist es fast vorprogrammiert, wenn wir Genussmittel übertreiben und jede Form, was Drogen sind, übertreiben. Das spürt man an Widder also auch noch ganz stark. Und Migräne ist einer der häufigsten Probleme, die viele nicht in den Griff kriegen. Da ist natürlich Widder alleine nicht schuld, aber mitunter, dass es genau an Widder wieder ausbricht. Wenn Widder aufs Wochenende fällt, ist es fast vorprogrammiert. Wir arbeiten ja viel mit Ärzten und Heilpraktikern seit vielen Jahren zusammen oder geben Informationen. Also die wundern sich schon arg, weil übers Wochenende wollen viele alles das machen, was die ganze Woche liegen bleibt. Gleichzeitig will man sich der Familie widmen, gleichzeitig bräuchte man vielleicht selber auch einmal ein bisschen Erholung. Dann pfeift man sich noch mal einen Kaffee rein, dass ich es schaffe, und dann liegt man mit Migräne da. Also da ist Widder ganz speziell mit Genussmitteln. Also man könnte fast sagen, esst keine Schokolade, keine Süßigkeiten, mit Kaffee, Zigaretten und so Sachen in keiner Weise übertreiben, weil das löst schon sehr schnell Kopfschmerzen aus. Aber im Grunde kann man bei Widder sehr, sehr viel tun, um schon vorbeugend etwas Gutes zu machen. Die anderen Tierkreiszeichen dauern natürlich nicht so lange, weil das Prinzip jetzt schon einmal vorhanden ist. Was ich Gutes mache, ist gut. Wir ratschen jetzt vor, was ich Schlechtes. Genau. Ja. Kann man zum Thema Augen und Augengesundheit was sagen? Weil ich habe festgestellt, dass speziell, wenn man ein bisschen zu viel Kaffee getrunken hat, dass dann die Sehkraft ein bisschen nachlässt. Mhm. Und dass, wenn ich aber dann eine bestimmte Übung mache und speziell bei Widder diese Übung mache, dann ist plötzlich, zack, sehe ich wieder scharf. Ja, das ist so eine einfache Übung, dass die Leute nicht glauben, dass das funktioniert. Ja. Also man die Augen rollen, was sehr unhöflich normalerweise ist, wenn man seine Person gegenüber macht. Sie meint mich. Ja, jetzt machst du das eh nicht mehr so. Ja, aber das hast du selber ja gar nicht gemerkt. Nein, es ist maximal unhöflich, aber ja, dieses Augenrollen, also ich hasse es. Aber ich hasse es nicht in Verbindung mit Gymnastik. Es ist wirklich so, das Augenrollen bedeutet die Augen, also das Gesicht nach vorne, nicht den Kopf drehen, sondern das Gesicht gerade nach vorne. Und dann die Augen ganz weit nach oben, so dass schon spannt und schon ein bisschen weh tut. Meistens tut es ein bisschen weh, die Sehnerven sind zu kurz. Und dann rollen wir so, es ist wie wenn wir von 12 Uhr auf 1 Uhr, 2 Uhr, 3 Uhr auf die Uhr schauen, im Uhrzeigersinn, wieder runter bis 6 und rauf wieder bis 12. Und das ein paar Mal. Und so richtig angespannt. Und dann werdet ihr merken, dass ihr nicht fähig seid, also außer ihr habt diese Gymnastik, ihr kennst es schon von unserem Mondgymnastikbuch, aber wer es jetzt nicht kennt, werdet ihr merken, dass ihr nicht fähig seid, von 12 bis 1 Uhr, 2 Uhr, 3 Uhr, 4 Uhr, 5 Uhr so runterschauen in einer, kann man sagen, so fließend. Sondern ihr werdet bemerken, dass das stockt. Ihr springt's vielleicht von 1 Uhr auf 3 Uhr und von 3 Uhr auf 6 Uhr und so weiter. Muss man mal so beobachten. Eine Hilfe, was ganz toll ist, was man immer empfehlen ist, ihr nehmt eine Faust vor euch, also die eigene Faust, dort sie so hochhalten, die Hand auf 12 Uhr und jetzt geht's einfach mit dem Arm, also mit der Faust, dieses Uhrwerk, dieses vorgestellte Uhrwerk nach und schaut, fixiert's genau die Faust.
und so lernte, ohne zu springen. Die Faust beschreibt einen Kreis. Genau. Ja. Und diesen Kreis nachgeben. Der Faust folgt man. Ne? Der Faust folgt man. Mhm. Und so lernt man, dass man von dem Springen rauskommt. Mhm. Weil durch das Springen ist es auch ein Zeichen, dass die Sehnen nicht richtig, gespannt sind. Im Balance sind, genau. Nicht im Balance sind. Und das wirkt sich wieder auf die inneren Organe aus. Viele, viele unserer Zuhörerinnen haben ja eine Brille. Und die oft einmal nach 3-4 Jahren sagt man, oh, jetzt brauche ich allmählich wieder eine andere Stärke. Und ja, da wäre es eine tolle Sache, wenn Sie diese Übung machen, kurz bevor Sie drankommen beim Augenarzt. Weil der nämlich sonst unter Umständen eine zu starke Brille verordnet und dann eine bestimmte Sehschwäche zementiert wird durch die neue Brille, die gar nicht nötig wäre. Gut, ist ein guter Tipp, also es hört sich gut an, aber da muss man dazu sagen, dass es wenig Sinn macht, wenn ich nur keine stärkere Brille habe, wenn ich dann zwischendurch die Gymnastik nicht mache. Oder uns ist es mal so gegangen in der Mondwoche, wo man speziell mal, weil es eine Fortgeschrittenen war, haben wir speziell uns einmal um die Augen gekümmert. Mhm. Das heißt, wir haben jeden Tag diese Gymnastik gemacht, allerdings nicht 3 Minuten, sondern 7 Minuten jeden Tag. Und da war dann eine dabei, die hätte, wenn sie nicht die alte Brille im Handschuhfach liegen gehabt hätte, hätte die nichts mehr gesehen, aber sie hätte mit dem Auto nicht heimfahren können, Gewalt. Weil sie die starke Brille, die sie kurz vorher verschrieben bekommen hat, zu stark war. Sehstärke hat sich so stark verbessert. Ich habe mich dann mal erkundigt, sie hat bis heute diese neue Brille nie gebraucht. Gewaltig. Ja. Also das sind Sachen, die natürlich in dem Fall, jetzt, wenn ich die Reservebrille nicht habe, wäre das schlechter. Ja. Aber es geht ja jetzt hier nicht um Einzelfälle, sondern um das Verständnis, dass wir sehr, sehr viel machen können aufgrund vom Mondrhythmus für einzelne Bereiche im Körper. Und jetzt sind wir halt gerade bei den Augen. Mhm. Weil es Witter ist und da kann man sehr viel machen. Und man muss sich mal überlegen, ich brauche, das Witter kommt ja nur zwei oder maximal 3 Tage im Monat vor. Und das ist alles, was ich da mache. Natürlich, wenn ich jetzt die Sehkraft ganz behalten möchte, dann warte ich nicht auf Witter. Dann mache ich diese Übung jeden Tag und dann hilft es auch. Ich würde aber trotzdem gern, weil nur Witter so lang dauert, wenn du jetzt nichts mehr hast, was wichtig, würde ich gerne den Stier dazu nehmen. Weil? Und zwar nicht, dass wir unbedingt 2 schaffen, sondern weil beim Stier nicht so viel ist, was nicht ähnlich mit dem Witter ist. Und dann haben wir schon einmal 2 Tierkreiszeichen. Dann haben wir vom Thema her Witter und Stier im Bereich der Gesundheit. Heute. Gut, weil es im Garten gibt auch hätten Garten, wir dann noch, natürlich, liebe Zeit. Ich habe es dir vorher gesagt, wir brauchen pro Tierkreiszeichen 1 bis 2 Podcasts. Bei den zweiten brauchen wir jetzt. Wie auch immer, dann machen wir den Garten noch dazu. I told you so. Ich habe sogar noch eine Überraschungsfrage, aber das kommt noch. Nein, vielleicht schaffst du es nicht mehr. Du mit deinen Überraschungsfragen. Okay, dann machen wir einen Witter im Garten noch. Ja. Das heißt, der Witter ist ein Fruchttag. Das bedeutet, dass alle Früchte, ob überirdisch oder unterirdisch, alles, was Früchte sind, was wir essen, ganz besonders gut in der Zeit schmecken. Ein ideales Beispiel ist immer die rote Beete, die fast kein Kind mag, weil sie so erdig schmecken. Mhm. Und wenn man die an einem Fruchttag, wie zum Beispiel Witter, erntet, dann schmecken die richtig gut. Natürlich, Kinder haben oft zu Vorteil und mögen es trotzdem nicht, aber das sind die Fruchttage, das ist damit gemeint. Aber das ist eine Erfahrung, die viele Leute haben. Nämlich, dass wer rote Beete mag, weiß, dass die manchmal total erdig schmecken. Und manchmal schmecken sie wie eine süße Frucht beinahe. Ne? Da ist der Unterschied gewaltig. Und das hängt mit dem Erntezeitpunkt zusammen. Ja, deshalb habe ich das Beispiel gebracht. Weil es ist auf jede Frucht ein positiver Einfluss, wenn man in dieser Zeit die Früchte erntet. Jetzt ist aber nicht so, dass man nur das zum Ernten hernimmt, sondern Fruchttage nimmt man auch her im Frühjahr zum Pflanzen oder zum Ansehen, wenn man es im Winter schon ansieht. Also alles, was Frucht bedeutet. Man muss jetzt dazu sagen, rote Beete tun viele zu Wurzel. Ja. Ja, es ist ein Wurzelgemüse. Es ist ein Wurzelgemüse, aber es ist in dem Sinn keine Wurzel, sondern es ist eine Wurzelfrucht. Mhm. Das heißt, die rote Beete hat extra noch eine kleine Wurzel, so wie die Karotten auch. Mhm. Karotten gehört auch zum Wurzelgemüse und schmeckt halt am Witter, wenn man es erntet, am allerbesten. Beim Ansehen achtet man auch auf einen Fruchttag. Die 12 Tierkreiszeichen sind ja, was den Garten betrifft, auch eingeteilt
in Frucht, in Wurzel, Blüte und Blatt. Ja, also die vier. Und da schaut man, was man also im Garten jetzt an Wurzelgemüse oder an Früchte anbaut, baut man idealerweise an einen Fruchttag an. Witter ist auch ein Fruchttag. Und da muss man natürlich noch dazu sagen, will ich jetzt oberirdisch ernten oder unterirdisch. Das heißt, eine Wurzelfrucht ist immer unterirdisch. Und da schaue ich, dass ich einen Wurzeltag nehme oder in dem Fall jetzt einen Fruchttag nehme im abnehmenden Mond. Nehme ich einen Fruchttag im zunehmenden Mond, dann wird das Oberirdische besser wachsen und gedeihen. Ganz einfach, wie Tomate zum Beispiel erntet man überirdisch, alle Obstbäume erntet man überirdisch, die beschneidet man auch an Fruchttagen, aber beschneiden wieder im abnehmenden Mond, damit der Saft nicht, man sagt, dass der Baum nicht ausblutet und der Saft, der steigt nach oben bei zunehmendem Mond mehr wie bei abnehmendem Mond. Wenn ich jetzt bei zunehmendem Mond einen Obstbaum schneide, möchte vielleicht gleich dazu sagen, das sollte man immer im Winter machen, also Winterschnitt. Und der Saft beginnt ja schon Ende Dezember im Baum nach oben zu steigen. Der Winterschnitt ist meistens nach Weihnachten auch noch, also solange noch Winter sichtbar ist, aber die Säfte steigen schon. Und deshalb ist es wichtig im abnehmenden Mond, dass der Saft nicht überschießt. Wer zum Beispiel schon einmal Birkenwasser, eben sind wir wieder beim Kopfbereich, wer Birkenwasser schon einmal selber, wie sagt man da, abgezapft hat, weiß, wenn man das jetzt einen zunehmenden Mond macht, der blutet fast aus. Oder Ahorn. Ein Ahornast, wenn runterbricht durch einen Sturm bei zunehmendem Mond, hat man am nächsten Tag hunderte von Wespen und Fliegen an dieser Narben, weil dieser Ahornsaft aussteigt. Ist natürlich jetzt nicht der Ahornsirup, den wir kennen von Kanada, aber für die Fliegen ideal. Das heißt, zusammengefasst ist es so, dass der Fruchttag genützt wird für alles, was Früchte tragend ist. Es gibt ja im Garten, man erntet die Blätter, beim anderen die Samen, beim anderen die Wurzeln. Also da ist eben Witter ideal, weil es ein Fruchttag ist. Und oberirdisch schaut man auf den zunehmenden Mond, unterirdisch schaut man auf den abnehmenden Mond, weil gerade im Winter fängt man schon an zu sehen, die Tomaten zum Beispiel. Wobei man dazu sagen muss, Tomaten sind unempfindlich. Da genügt Fruchttag allein, da spielt es keine große Rolle, ob es zu oder abnehmender ist. Das ja, so wäre praktisch im Garten so das pauschal. Ins Einzelne kann man natürlich dort nicht gehen. Vielleicht haben wir mal ein Gartenthema, wo man dann speziell noch mehr auf das eingehen kann. Ja, beziehungsweise wer da wirklich in die Tiefe gehen möchte, der hat ein Buch, das nennt sich Der lebendige Garten. Ja, steht, ja, es ist klar, dass man im Podcast nicht alles bringen kann, das ist klar. Aber soll man noch ein paar Aspekte vom Witter durchsprechen oder heben wir uns das fürs nächste Mal auf? Tagesqualität und naja, so. Naja, Tagesqualität. Ein Wärmetag ja, wieder. Ich glaube, dass das für den Anfang schon reicht. Es wird vielleicht ein bisschen zu viel. Man kann noch darauf hingehen, auf den Fruchttag. Man nennt es auch Fruchttag. Das heißt, auch bei der Ernährung geht es darum, dass die Früchte, aber ich würde sagen, das machen wir beim Alpha-Omega-Thema, sonst wird man irgendwann verrückt, wenn man alles reinbringt. Können wir machen, ja, das wäre eine Idee. Ja, weil Frucht ist nicht gleich Frucht. Und das sollte man schon wissen, wer welche Frucht verträgt. Weil es ist immer wieder so, dass sogar ältere Leute sagen, rohes Obst vertrage ich überhaupt nicht. Ja. Sie essen das falsche Obst. Und da kann man unmöglich jetzt im Zusammenhang vom Witter Das bezieht sich auf die Tatsache, dass es zwei verschiedene Ernährungstypen gibt. Das ist ein Wissen, mit dem du aufgewachsen bist. Ja. Und da habe ich mir gedacht, das bieten wir an, dass unsere Podcast-Hörer sich eine grundlegende Information zu diesen beiden Typen. Du meinst das Alpha-Omega? Ja, das Alpha-Omega-Interview mit uns, das schicken wir Ihnen gerne zu. Dass Sie wissen, um was es überhaupt geht. Genau, ja. vrz@aon.at. Da schicken wir es euch und dann wisst ihr das nächste Mal, wenn wir dann über Fruchttage und Eiweißtage und so weiter reden, da wisst ihr ein bisschen genauer, da wisst ihr genauer Bescheid, was wir damit überhaupt meinen. Okay. Okay, dann. die Überraschungsfrage. Johanna, was ich dich eigentlich schon immer mal fragen wollte. Die schaut. Gut. Gott sei Dank ist das ein Podcast und kein Videocast. Also, was ist passiert
als deine Mama gesehen hat, dass du das Wissen, mit dem du aufgewachsen bist, in einem Buch festgehalten hast, 1991. Ich wusste es. Du hast immer solche Fragen, die ich immer vermeide zu antworten. Okay, also kurz, sie hat, also man kann es zusammenfassen, sie hat sich geschämt. Ja, genau. Sie hat sich geschämt, dass sich ein Wissen aufschreibt, was jeder weiß. Ja. Und ich habe damals natürlich schon viele Jahre, also fast 20 Jahre in München verbracht, habe natürlich die Erfahrung ganz anders gehabt, dass die das nicht wissen. Ich habe mich am Anfang direkt erschrocken, was die Leute so zusammen essen, jammern, sie haben Kopfweh und essen solche Sachen. Und, ja, aber die Leute wussten nichts über die Zusammenhänge. Die wussten, nein, sie wussten nichts. Und deshalb habe ich es aufgeschrieben. Ja, ich genau, wollte es auch nicht aufschreiben. Es war einfach so, dass die Vorträge zu viel waren. Ja. Aber zum Schluss, bevor das Buch wir direkt abgeben haben, habe ich ja dann nochmal meine Mutter gefragt, ob sie vielleicht das lesen möchte und was beitragen. Ja, oder vielleicht irgendwas weiß, was ich nicht weiß. Dann hat sie gesagt, also was du nicht weißt, gibt's eigentlich nicht, dass jemand nicht weiß, gibt's, weil ich mit meinem Opa aufgewachsen bin. Aber ich habe es halt gemeint und sie hat sich, ehrlich gesagt, sie hat sich eigentlich geschämt. Ich war damals ein bisschen traurig, dass sie, aber ich kann es gleichzeitig, konnte ich es auch verstehen, weil ich ja am Anfang zu dir auch immer gesagt habe, wieso möchtest du das aufschreiben? Das weiß ja jeder. Wirklich, Leute, es war so, ich habe Dinge von ihr erzählt bekommen und habe dann immer fein mitgeschrieben und wirklich ganz oft sagte Johanna zu mir, das brauchst du jetzt überhaupt nicht aufschreiben, weil das weiß doch jeder. Ja. Ne? Und so gesehen war ich eigentlich sowas wie ein Übersetzer für das Wissen, weil ich ja genau gewusst habe, wer alles was weiß und was nicht. Ich habe es auch gewusst im Vergleich zu meiner Mutter. Ja. Und deshalb kann ich es auch verstehen, obwohl es mich schon ein bisschen gekränkt hat, dass sie sich schämt. Sie ist dann auch lange nicht einkaufen gegangen, weil das sie sich geschämt hat. Das musst du dir vorstellen, sie ist nicht mehr einkaufen gegangen, weil, wegen dir. Ja, weil sie nicht angesprochen werden wollte auf das. Und ich kann es mittelmäßig verstehen, weil ich ja zum Teil mich auch geschämt habe, was du es aufschreibst, bloß weil ich dir was sage. Es gab dann Zeiten, wo ich gar nicht mehr mit dir reden wollte, weil du aber mit Stift daherkommst. Und dein Schienbein war schon ganz blau. Ja, genau. Ja, aber man muss immer zwei Seiten sehen und ich kann es verstehen. Ich kann es auch im Nachhinein verstehen, aber deshalb war ich auch ein bisschen unglücklich. Okay, ja, jetzt hören wir aber auf. Man schreibt ein Buch, was sich ein paar hunderttausend Mal verkauft und die Mama schämt sich. Also, ja, komm. Also, man kann jetzt nicht so sagen schämen wie Wunder, was ich da angestellt habe, sondern einfach schämen. Du musst dir denken, wenn die so... Denn wir sind so aufgewachsen. Ja. Das war eine Selbstverständlichkeit, dass wir, ich weiß auch nicht, was einer in Hamburg, der mit einem Angeln vielleicht aufwächst und zieht da ein Angelbuch, wie man vielleicht da einen Wurm hinhängt. Also man muss einfach immer beide Seiten betrachten. Und ich glaube, diese Großzügigkeit, die sollte man beherrschen. Na, passt. Also inzwischen. Aber jetzt war doch nicht so schlimm, oder? Ja, war schon schlimm. Okay, also ich verabschiede mich jetzt einmal, weil bevor dir noch was Neues einfällt. Nein, mir fällt nichts mehr Neues ein. Ich wollte nur sagen noch, dass wenn ihr richtig einsteigen wollt ins heutige Thema, dann eigentlich so die richtig vertiefenden Informationen, die enthält unser Buch Moonpower. Ne? Das ja, wo es vor allem schnell geht. Wo es schnell geht, wo hinten eine schöne Inhaltsverzeichnis ist, wo man das, was einen wirklich interessiert, wo man direkt dorthin kommt, das könnt ihr euch dort abholen. Zu einem nicht allzu schlimmen Preis, wenn ich das mich erinnere. Und Leseproben zu all unseren Büchern gibt's auf unserer Website. Da kann man sich auch informieren, was es gibt. Genau. Und die Website, die ist www.paunger-poppe.com. Das nächste Mal buchstabiere ich's. Alles Gute miteinander. Ciao. Servus.